Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. In dieser Lektion geht es um Mengen, Aussagen und Aussagenlogik sowie verschiedene Beweisverfahren. Das ist so ein eher abstraktes Thema und deswegen beginne ich so mit einer kurzen Motivation, einem noch eher intuitiven Blick darauf, was wir eigentlich tun, wenn wir sagen, dass wir etwas direkt oder indirekt beweisen. Danach ist die Lektion wieder in drei Teile gegliedert. Im ersten Kapitel geht es um die absoluten Grundlagen, Mengen, Aussagen und Aussageformen. Da viele Aussagen in der Mathematik Existenzaussagen oder allgemeingültige Aussagen sind, geht es außerdem noch um Quantoren. Das sind so spezielle Zeichen für, kurz hinzuschreiben, es gibt und für alle. Für das Beweisen ist es außerdem häufig erforderlich, mit Aussagen, mit Mengen im übertragenen Sinne rechnen bzw. operieren zu können. Dazu schauen wir uns dann im zweiten Teil an, wie man mit Aussagenlogik und Mengenalgebra Beweise erzeugen oder darstellen kann. Der dritte und letzte Teil, das letzte Kapitel dieser Lektion, ist schließlich einem für die diskrete Mathematik besonders bedeutsamen Beweisverfahren gewidmet, dem Beweis durch vollständige Induktion. Dessen Logik ist so etwas herausfordernd und das macht praktisch vor allem dann Mühe, wenn so die eigenen algebraischen Fähigkeiten etwas, ja, sagen wir mal, eingerostet sind. Die ganzen praktischen Tipps zur Induktion werden wir aber eher im Repetitorium uns anschauen. Die kann man in so einem kurzen Erklärvideo nicht so richtig gut abhandeln. Ich beginne hier stattdessen erstmal mit einem intuitiven Rückblick auf Vorerfahrungen, die Sie entweder schon in dieser oder vielleicht auch in einer der anderen Mathematikvorlesungen, die Sie jetzt gerade besuchen oder schon besucht haben, schon gemacht haben. Vielleicht, man soll das ja auch nicht ganz ausschließen, vielleicht sogar auch schon während der Schulzeit. Was ist nun eigentlich etwa ein indirekter Beweis? Der einfachste Fall, man glaubt, dass eine Aussage A wahr ist und will das jetzt beweisen, indem man zeigt, dass das Gegenteil von Aussage A falsch ist. Beziehungsweise etwas genauer, man geht einmal vom Gegenteil der Aussage A aus, von der man so tut, als ob man noch nicht weiß, ob sie wahr oder falsch ist, und versucht dann durch so zulässige Schlussfolgerungen zu einer ganz sicher falschen Aussage zu kommen. Dann hält man nämlich auch das Gegenteil von A für falsch. Und wenn das Gegenteil von A falsch ist, dann muss A selbst wahr sein. Typisches Beispiel, der Ihnen vielleicht aus der Schule bekannte Beweis, dass Wurzel aus 2 keine rationale Zahl sein kann. Man nimmt zunächst einmal an, Wurzel 2 sei eine rationale Zahl. Dann müsste sich Wurzel 2 als Bruchzahl darstellen lassen. Da die Quadratwurzel einer positiven Zahl sowieso eine positive Zahl ist, könnte man im Zähler übrigens auch gleich n, also die natürlichen Zahlen, statt z, also den ganzen Zahlen, nehmen. Jetzt formt man das noch so um, dass auf beiden Seiten der Gleichung nur noch natürliche Zahlen stehen. Das heißt, man nimmt das mal n und anschließend quadriert man oder umgekehrt, kommt eh auf dasselbe raus. Links steht jetzt ein Produkt natürlicher Zahlen. Wenn man es ausrechnen würde, wäre das zwingend wieder eine natürliche Zahl. Und rechts steht auch ein Produkt natürlicher Zahlen, wenn man es ausrechnet, also wieder eine natürliche Zahl. Aber nicht irgendeine natürliche Zahl, sondern genau dieselbe wie links, sonst stände ja dazwischen eben kein Gleichheitszeichen. Und da ist dann jetzt der Widerspruch. 2 ist ja eine Primzahl. Es gibt da so etwas, das sich Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung nennt. Würde man die Zahlen links und rechts in alle ihre Primfaktoren aufspalten, so müssten links und rechts ganz genau dieselben Primzahlen in genau derselben Häufigkeit stehen. Das wird aber nicht klappen, weil jeder Primfaktor der Zahl n in der Zahl n² doppelt vorkommt und jeder Primfaktor von m kommt im m² doppelt vor. Links kommt er also entweder einmal, wenn er in n gar nicht vorkommt, oder in einer ungeraden Anzahl, wenn er in n vorkommt, kommt er ja in n² 2-mal, 4-mal, 6-mal und so weiter vor, also insgesamt 7-mal, beziehungsweise auf der rechten Seite kommt er dann in gerader Anzahl vor, weil wenn ein m vorkommt, kommt er 2-mal, 4-mal, 6-mal, 8-mal Quadrat vor. Also, das kann insgesamt nicht stimmen. Der Primfaktor müsste links in gerader Anzahl, rechts in ungerader vorkommen. Das ist ein Widerspruch zur Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Deutlich häufiger als einfache Aussagen werden in der Mathematik Schlüsse bewiesen, also so etwas wie aus A folgt B
oder wenn A, dann B. Das wird uns auch beim Induktionsschluss noch beschäftigen. Ein einfaches Beispiel für so eine Wenn-Dann-Aussage wäre, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar. Diese Aussage kann man relativ leicht beweisen. Dazu muss man nur formalisieren, was Teilbarkeit meint, also das irgendwie algebraisch ausformulieren. Durch 4 teilbar sein bedeutet, es gibt eine natürliche Zahl n, die man mit 4 mal nehmen kann, sodass unsere gesuchte Zahl x herauskommt. Durch 2 teilbar sein bedeutet, es gibt eine Zahl m, die man mit 2 mal nehmen kann, sodass auch unsere Zahl x herauskommt. Weil man aber 4 selbst ja als 2 mal 2 schreiben kann und dann eine 2 ausklammern oder herausheben, wie Sie sagen, findet man für jedes x, das man als 4 mal n schreiben kann, immer so eine Zahl m, nämlich einfach 2 mal n. Damit ist unsere Aussage auch schon direkt bewiesen. Was wir getan haben, wir sind mit dem Wenn-Teil der Aussage angefangen und haben so lange umgeformt, bis wir den Dann-Teil der Aussage herausbekommen haben. Es ist aber nicht immer so leicht möglich, deswegen gibt es auch hier einen indirekten Beweis für die Wenn-Dann-Aussage. Er ist etwas komplizierter als der indirekte Beweis einer einfachen Aussage. Es gibt nicht 2 Varianten davon. Aber erstmal wählen wir wieder so eine Wenn-Dann-Aussage, die wir beweisen wollen, aus. Wenn n² gerade ist, dann ist auch n gerade. Macht man auch deshalb indirekt, weil sich n² ist gerade nicht so leicht algebraisch formalisieren lässt, zumindest nicht so, dass man damit dann gut weiterrechnen kann. Die erste Variante ist jetzt der Beweis durch Widerspruch. Man nimmt an, es würde zwar der Wenn-Teil der Aussage stimmen, aber gleichzeitig wäre das Gegenteil vom Dann-Teil richtig. Und man zeigt dann, dass das auf eine falsche Schlussfolgerung führt. In unserem Beispiel heißt das, n ist ungerade, obwohl n² gerade ist. Okay, n² ungerade kann ich als n gleich 2k minus 1 mit k als natürlicher Zahl notieren. Daraus folgt dann aber, dass n² 2k minus 1 in Klammern zum Quadrat ist. Und wenn man das ein paar Mal umgeformt hat, sieht man, dass da insgesamt eben eine ungerade Zahl 2 mal m minus 1 herauskommt. Dieses m steht dafür, das was in der Zeile darüber in der Klammer steht. Das ist aber jetzt ein Widerspruch dazu, dass n² ja eine gerade Zahl sein sollte, womit dann unser indirekter Beweis einer Wenn-Dann-Aussage durch Widerspruch auch schon fertig ist. Eine nur ganz leichte Variation dieses Beweisprinzips ist der Beweis durch Kontraposition. Wir zeigen, dass aus dem Gegenteil des Dann-Teils, also nicht B, automatisch das Gegenteil des Wenn-Teils, also nicht A, folgt. Und wir gehen dann davon aus, dass wenn das stimmt, die ursprüngliche Wenn-Dann-Aussage auch schon richtig sein muss. Im Grunde ist das genau das, was wir links schon gemacht haben beim Beweis durch Widerspruch. Wir sind vom Gegenteil von B ausgegangen und sind dann letztlich beim Gegenteil von A gelandet. Der Unterschied ist nur, links sagen wir, aha, das ist also ein Widerspruch, also ist die ursprüngliche Aussage wahr. Nein. Rechts sagen wir, vom Gegenteil von B sind wir durch richtige Schlüsse beim Gegenteil von A gelandet. Da muss im Umkehrschluss aus A selbst aber auch zwangsläufig B folgen. In der folgenden Lektion werden wir uns mit den logischen Grundlagen dieser und ähnlicher Beweismöglichkeiten näher auseinandersetzen. Das kann, wie gesagt, etwas trocken werden und das wird auch eher grundsätzlich teilweise etwas abstrakt werden. Bleiben Sie bitte tapfer. Was Sie in dieser Lektion über das Beweisen lernen, wird uns das ganze weitere Semester begleiten und wird Sie auch Ihr weiteres Studium verfolgen, also wird Ihnen auf die eine oder andere Art auch in so ziemlich allen Mathematikvorlesungen wieder begegnen. Lohnt sich also hier mal aufzupassen und sich das wirklich gut klar zu machen, wie das eigentlich funktioniert mit den Beweisen. Okay, aber jetzt erstmal Pause.